Timm Klose vom FV Wolfsburg. Die Vorbereitung läuft direkt in der Schweiz. Zweimal ein Trainingslager, einmal in Gramontana, einmal in Bad Ragaz. Können den Kollegen ein bisschen zeigen, wie es aussieht in der Schweiz, die schönen Seiten von der Schweiz. Zeige nicht, aber wir können davon reden. Ich denke, wenn man aus dem Hotel raus schaut, sieht man, wie schön die Schweiz ist. Wenn man die Berge sieht, die Natur, ich meine, das kommt alles uns entgegen. Das spricht für sich allein, denke ich. Und den Rest müssen wir halt einfach nur gut davon reden. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht von den Städten, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, wie Basel, Zürich, Genf, je nachdem. Sie sind gerade im ersten Trainingslager verletzt, jetzt wieder zurück im Abwehrverbund mit dem Ricardo Rodriguez, den Sie gut kennen, von der Olympiade und von der Nationalmannschaft. Finale auch hinten dran, der Naldo nebendran, ein neuer Spieler. Wie läuft es da? Ja, relativ gut. Ich habe mich eben gut reingelebt. Mit dem Naldo konnte ich das erste Mal zusammenspielen. Ich denke, die Abläufe sind da relativ gut gekommen. Wir haben ein gutes Verständnis gehabt. Nichtsdestotrotz nervt mich trotzdem, dass wir am Schluss ein Goal bekommen haben. Auch wenn es sehr dumm oder unglücklich passiert ist. Aber man geht natürlich ins Spiel und will kein Goal kriegen. Darum regt mich ein bisschen auf. Aber ich denke, mit dem Zusammenspiel mit dem Ricky, das kenne ich schon und das ist gut gelaufen. Mit dem Diego, das gilt genau das Gleiche wie mit dem Ricky. Jetzt eben heute Grün-Weiß gegen Grün-Weiß quasi gegen St. Gallen gespielt, 2-1 gewonnen. Ihr habt in der ersten Halbzeit schon sehr müde gewirkt. Habt ihr heute Morgen noch trainiert? Ja, wir trainieren jeden Tag. Ich meine, es ist natürlich anstrengend, es ist Vorbereitung. Es ist Zeit, wo man auch mal über die Grenze gehen muss. Ich denke, auch für mich zum Beispiel, der gestern 90 gespielt hat und heute nochmal 45 Minuten musste spielen. Ich meine, das sind Sachen, wo du über einen Punkt musst gehen, wo du einfach nur den Kopf einschalten musst und da nochmal alles geben. Und ich denke, das ist uns gut gelungen als Mannschaft. Man hat natürlich manchmal gesehen, dass man ein bisschen müde ist, Kopfmüde oder auch Beinmüde, aber das darf natürlich nicht ein Ausrede sein, wenn wir an ein Spiel gehen, wenn wir das Spiel gewinnen. Jetzt haben wir aber nur noch ein Vorbereitungsspiel gegen Olympique Marseille und dann geht es schon los mit dem Cup in Karlsruhe. Also dann müsst ihr vielleicht gegen Marseille als echter Gradmesser nehmen, oder? Dass ihr dort dann ein bisschen fit sind und könnt Sachen noch testen. Gut, ich meine, in Nürnberg haben wir auch immer die letzten Spiele als Gradmesser genommen. Und manchmal haben wir sie verloren und manchmal haben wir sie gewonnen. Schlussendlich geht es so darum, wie du dich als Mannschaft einfach vorbereitest auf das Ganze. Und wir haben natürlich noch nicht die Spritzigkeit oder die Frische, die wir uns alle erhoffen, dass wir sie haben beim ersten Spiel. Und ich glaube, gegen Olympique Marseille wird die dann vorhanden sein und dann werden wir sehen, wie das Spiel läuft. Und dann geht es erst richtig los. Und das ist halt Vorbereitung, es ist hart, es geht, wie gesagt, über einen Punkt. Und, ich meine, so ist das Fußballbusiness. Ich meine, in Deutschland ist es natürlich noch mal ein bisschen anstrengender. Jetzt letzte Frage. WM in Brasilien ist aus Nationalmannschaftssicht natürlich das grosse Thema dieses Jahr. Denken Sie daran schon, an das Ziel und auch an die Spiele, die jetzt noch kommen für die Qualifikation im Herbst? Ja, natürlich hat man das immer im Hinterkopf, aber im ersten Moment geht es so darum, dass ich hier meinen Stammplatz habe, dass ich hier mein Spiel machen kann. Erst dann kann ich mich für die Nationalmannschaft empfehlen. Und es ist wichtig, wie gesagt, dass ich hier meine Spiele machen kann. Und dann sieht der Herr Hitzfeld von allein, dass er auf mich zählen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier nochmal betonen, dass Herr von Bergen und der Giuro einen super Job machen und ich hinten dran nur in der Training meine Leistung halt bringen, dass sie weiterhin so einen guten Job können machen. Und ich glaube, liegt es auch an mir, dass ich das Niveau hochhalte, dass sie hier auch immer wieder Null können heben. Das ist ja gut gegangen bis jetzt in der Qualifikationsspiel. Und wenn ich meine Chance habe, versuche ich die zu nutzen. Aber natürlich sind die erst mal voraus. Gut, Timm Klose, vielen Dank und viel Erfolg in der Saison. Merci.